Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Schwert, der Challenge. Leider hat es ein bisschen gedauert, bis wieder eine Folge raus war durch meine Internetprobleme, aber jetzt sollte es alles wieder funktionieren und somit sollte wieder jede Woche einmal eine kleine Challenge kommen. Hoffentlich. Ich hoffe wirklich. So. Was lief das letzte Mal? Wir waren im Endeffekt uns anmelden für die Pokémon-Liga. Heißt die dort auch Liga? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Wolfen, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk, einen Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen, und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Ja, ja. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Gramor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis, bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte, danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug! Aber das Flugtaxi bringt dich wie gesagt nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Bürfeld willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Ja, ja. Alles gut. So, wie gesagt, wir haben uns angemeldet. Ihr wisst, sind das unsere Pokémon Hoplo mit Level 12. Ein Eevee, Shiny, weiß nicht mehr, warum wir das bekommen haben, aber ist eindeutig sicher nicht koscher. Dann ein Pokémon, was ich wahrscheinlich bald töten werde. Ein japanisches Memeon und ein Beemon. Das sind die Pokémon, die wir uns sozusagen schon ergattern konnten. Dadurch, dass wir unser Starter logischerweise, aber im Endeffekt ja eines durch den Wald, eines durch Route 1. Sind also zwei. Dann hier die Route 2 sind also drei Pokémon. Und hier also die Naturzone zähle ich ja auch als eine Route sozusagen. Das ist im Endeffekt das vierte. Somit haben wir fünf Pokémon. So, jetzt sind wir auf Route 3. Da kriegen wir wieder ein Pokémon dann. Hoffentlich. Vielleicht. Ein Rad habe ich noch nicht, oder? Nee, ich glaub nicht. Nee. Jetzt ist, wie gesagt, ist leider Gottes schon wirklich jetzt eine Zeit her, wo ich spielen konnte. Weil ich wollte auch nicht voraufnehmen, wenn ich kein Internet habe, wo ich es hochladen kann. Das war in meinen Augen doof. Also war eher anderer Stress bedingt zu erledigen. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich? Ja, ja, geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Ja, ja. Die Form ist gut, aber du bist einfach lächerlich, Mann. Immer wieder dieses Wally. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Komm schon, Kicks weg. Loser. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, ja. Muss ich mal ein paar andere Pokémon einsetzen. Hoppla, ist schon Level 13. Das muss ich sagen, das ist echt ein bisschen mehr, dass du jetzt im Endeffekt so gut leicht EP bekommst. Denn das war früher schon echt lustiger, wo du halt im Endeffekt immer die Pokémon hinterher wechseln musstest. Und dauerte natürlich länger. Aber du konntest eine bessere Challenge machen. Setz das nächste Chimbap ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nee, Chimbap ist ein Pflanzen-Pokémon. Da bleibt Hoplo. Denn ich kochle jetzt Chimbap an. Blue. Und noch einmal. Blue.
Und einen Rückzug gibt, damit es schnell geht. Ach komm, bescheiß nicht, Mann. Ein Volltreffer, wow, du bist echt gefährlich, wenn du ernst machst. Ja, ja. Scheiße, Bescheiße. Bescheiß da mit einem Tranke. Ja, denke ich schon. Attackier aus Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedriger sind. Mhm. Fluch lassen wir, weil das könnte man gegen Geist-Pokémon zur Not nutzen. Wohnstrom lassen wir auch, dann nehmen wir mal. Warum keine? Gegner brauchen wir echt nicht, oder? Micro ist ein Vogel. Ist eigentlich egal. Aber ich sag mal, hin und wieder muss man auch ein anderes Pokémon ran, oder? Ich und in der Klemme, nächster, so ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt gleich doppelt. Los, Micro! Anspannung von Micro wirkt. Yes. Das macht doch Schaden bei Bämon. Okay, das heißt, Bämon muss ich austauschen. Ah, Bämons Verteidigung ist halt wahrscheinlich mies. Da kommt die Schnupse. Und setzen wir mal unser japanisches Pokémon ein. Los, Memeon. Ah, weniger Schaden. Oh, eine Aquaknarre mal auf dich lossetzen. Und setzen wir es jetzt in Klammergriff. Ich hoffe, der wirkt so lange, dass er stirbt. Wird es nicht ausgehen. Na doch, passt. Aquavelle, ja, das wollen wir doch. Ein Keuler. Da ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Katja, Loser. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Nehmen und wegwerfen. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört, der nächste Champ werde ich sein, ob aus Fulongham. So, gehen wir mal kurz reparieren. Dann kurz nachschauen. Ich glaube, ich habe ein paar Reserve-Pokémon rüber getranst zum Wegschicken. Oder? Ah, mein Zarut schicke ich nicht weg. Ich glaube, das waren die Reserve-Pokémon. Hä?
Oh, und Lavida. Warum habe ich das eigentlich? Warum habe ich das nicht darüber geschickt? Gut. So, das heißt, wir werden davon eins wegschicken. Zuerst mal Online-Verbindung. Warum ich jetzt eins wieder wegschicke und Wunschtausch mache, wir kommen gleich auf Route 3. So, Zaubertausch. Ach ja, das war auch shiny. Das habe ich bekommen auch beim Tausch. Wollte es aber nicht wegschicken, weil shiny Level 100. Und es hat einen Meisterball. Wollte ich nicht hergeben, bin ehrlich. Das wollte ich dann behalten. So. Was, das kann weg. Wie zu erwarten. So. Einmal bitte reparieren, oder besser gesagt, behandeln. Nicht reparieren. Sind ja keine Robos. So. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Dein Pokémon scheint vom Bokeros befallen zu sein. Über den Bokeros ist noch wenig bekannt, außer dass es ein Mikroorganismus ist. Ist der Pokémon befällt. Sind deine Pokémon infiziert, wachsen sie besonders gut. Bitte bär uns bald wieder. Übrigens, am Brassbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Ach so, Fleckmon. Schätze ich mal. Müsste das sein. Das ist die Vorquest für das erste Add-on-Dings da. So, Route 3. Ihr wisst ja, ich gehe Tränen prinzipiell aus dem Weg. So wie auch Pokémon. Hallo. Ich gehe Tränen prinzipiell aus dem Weg, so wie auch Pokémon, ne? Ich bin ein Pfeife. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Ja, ja. Sorry. Aber die habe ich voll übersehen. Und als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, jo, ausweichen. Hat nicht funktioniert. Ein Vulpix hat sie. Bringt mir mein Pokémon eigentlich weniger. Komm, Wobba. Wobba, Wobba. Wobba. Sack tot. Mist, der hängt was aus. Sorry, ich mag das Pokémon nicht. Aquaknarre. Weiß nicht, ich mochte das schon in der ersten Season nicht. Keine Ahnung, wie es ist. Hätte zuerst Regen uns machen können, dann Aquaknarre. Weiß nicht, ich muss mehr taktischer vorgehen. Aber ich wollte nicht einmal gegen die kämpfen. So. Wie ihr wisst, bei nachher beim Arena-Leiter darf natürlich vorher reparieren. Und ich darf zwei Tränke nutzen. Oder einen besseren Trank. Den Kampf habe ich verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht. Schnäpfe. Pokémon. Pokémon-Bälle, die ich nicht brauchen werde, aber gut. Ach nö. Okay, an die komme ich nicht vorbei. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Schülerin Laura fordert dich heraus. Setzt Bam Bam ein. Los, Hablo. Bam Bam ist ein Unlicht-Pokémon. Draufhauen.
jetzt wieder wechseln, wäre echt ähnlich. Ja, besser, ich habe keinen Bock zum Wechseln. Oh, sehr schön, Verbrennung. Das ist immer gut. Ich so einen Doppelkick. Und ich bin schneller als du. Ja, reicht nicht. Mit der Verbrennung zusammen. Heboli! Wegzug. Hieb. Bye. Wobba versucht Weißnebel zu erlernen. Weißnebel, was war denn das? Anwender schützt das Team mit einem Nebel, verhindert Statussenkungen für 5 Runden. Nee. Dunkelnebel ist das gleiche wahrscheinlich. Wahrscheinlich beim Gegner. Wie? Verloren? Habe ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Scheint so, kleine Lady. So, kurzes Pokémon wechseln. Weil Hoppla will ich natürlich nicht verlieren. Boah, Hoppla ist schon Level 14. Nein! Amuli! Junge Mann, wir hauen ab. Und du siehst mich nicht. Da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch! Ah, danke. Och, wo hast du denn Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Ich bin gerade alleine unterwegs. Verständlich, ihr seid schließlich Rivalen. Da ist es sinnvoll, auch separat zu trainieren. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose. Oder genauer gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Dankeschön. Ein langes, festes Seil, das die sofortige Flucht aus Höhlen oder Ähnlichem ermöglicht, kann beliebig oft verwendet werden. Oh! Und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Okay. Bis Dürfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört eben auch zur Arena Challenge. Mach's gut. Bye. So. Mist. Ich will aber eigentlich die DM haben. Komm, den lass du mit durchgehen. Jetzt dachte ich gerade, geil, sie sieht mich doch nicht und dann doch. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Ah, ich wollte mich bei dir vorbeischleichen. Julien Mathilde fordert dich heraus. Setz Feliluen. Los, Memeon. Memeon, Aquawelle. Chill, Memeon, chill. Klapp sollte dann reichen, oder? Das Memeon hat was drauf. Ruffle.
Nee. Machen wir wieder eine Aquavelle. Da wurde es besiegt. Mir ist schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. Klar, glaubt dir ja jeder sofort. Brügler. Och, schon wieder ein, wo ich nicht vorbeikomme. Ja. Je nachdem, was für einen Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Ja, ja. Ist mir schon klar. Schüler Finn fordert hier aus. Lärmobot. Das ist ein Feuer-Pokémon, du hast genug. Also, Käferfeuer-Pokémon. Aquavelle. Klammergriff. Ich bin schneller als ihr, aber hab verfehlt. Verfehlt doch nicht erst. So. Dermobot ist down. So. 15-15. Rotträne. Dämon. Durch Schweinenform die Spezialverteidigung des Ziels stark zu senken. Nee. Keradar, das ist ein. Das war jetzt ein Team-Pokémon, oder? Das war ein Käfer. Wobba. Wobba setze ich nur ein, weil der jetzt Level 13 ist, die anderen zwei sind schon Level 15. Keradar, was ich weiß, hat relativ hohe Verteidigung. Fusion. Au! Ich muss daran erinnern können, aber egal. Aquaknarre. Boah, Alter, der hat eine richtig hohe Verteidigung. Käferdrutz. Wir brauchen ein anderes Pokémon. Ja, ich muss den besiegen. Los, Wappa, komm zurück. Das war jetzt ein paar blöd wegen Regentanz, aber egal. Das macht auch keinen Schaden, logisch. Aber die Verteidigung von dem Ding ist echt gut. Weil ich habe nicht einmal die Balken runterdrücken sehen. So, jetzt brennt es dafür aber. Ja. Das soll sehr effektiv sein, Mann. Ich krieg gerade einen voll in die Fresse.
einer geht ziehen raus. Hoffentlich. Hoppel zu verlieren wäre scheiße. Prima. Wenn ich, dass er bei Biss zurückschreckt. Oder drauf geht. Also ist das im Endeffekt Psyche und Käfer in dem Szenario schon. Okay, gut zu wissen. Eevee erreicht Level 13. Woppe erreicht Level 14. Schüler Finn wurde besiegt. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Du gewinnst 840. Sehr schön. Ja. Ich habe vielleicht ein leichtes Pokémon-Problem, aber ja, geht schon. Plong. Super Trank. Nutze ich jetzt natürlich nicht. Die darf ich auch nutzen. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galarmine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich bepple deine Pokémon wieder auf. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Na, danke. So, Leute. Das war's aber heute schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab jetzt geht's wieder, wie gesagt, jede Woche damit weiter. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.